Wenn man sich als Mensch darüber im Klaren ist, dass man nicht einfach so hier auf der Erde lebt, sondern dass irgendjemand einen bewusst in diese Schöpfung hereingesetzt hat, dass es einen Schöpfer gibt. Es gibt jemanden, der für dieses Universum verantwortlich ist. Und der hat das nicht einfach so erschaffen. Welche Frage müsste man sich als Mensch dann eigentlich stellen? Als Mensch müsste ich mich doch jetzt eigentlich auf die Suche nach einer Botschaft von diesem Schöpfer machen. Der macht das ja nicht einfach so. Wer käme auf die Idee, einfach so aus dem Nichts ein Universum wie dieses zu erschaffen, setzt ein paar Menschen da rein und überlässt sie einfach sich selbst. Das haben Menschen auch schon zu allen Zeiten in ihrer Geschichte gemacht. Menschen waren auf der Suche nach einer Botschaft von ihrem Schöpfer. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde als Mensch heute in eine Bibliothek gehen. Und da wären alle Bücher, die es zurzeit auf diesem Planeten gibt, in dieser Bibliothek, alle vorhanden. Und ich würde eins nach dem anderen anschauen. Dann würde ich nur ein einziges Buch finden, in dem der Autor behauptet, er wäre der Schöpfer von Himmel und Erde. Und das ist der Koran. Der Koran sagt dies in Sure 20, Vers 4. Eine Herabsendung von demjenigen, der die Erde und die hohen Himmel erschaffen hat. Das ist das einzige Buch. Wenn ich sowieso schon mit so einer Botschaft rechne, sollte ich dann nicht annehmen, dass dieses Buch tatsächlich von ihm ist? Interessanterweise sagt die Bibel das an keiner Stelle. Die Bibel sagt, oder die Autoren der Bibel sagen das ganz offiziell, dass sie gar nicht der Schöpfer sind. Die vier Evangelien, die werden ja nicht einmal Gott zugeschrieben. Die vier Evangelien schreibt man Markus, Matthäus, Lukas und Johannes zu. Die Briefe von Paulus werden nicht Gott zugeschrieben. Man schreibt sie Paulus zu. Der Koran ist das einzige Buch, was von sich selber behauptet, ich bin eine Offenbarung von demjenigen, der das hier alles erschaffen hat. Das einzige Buch. Und wenn ich mit so etwas rechne und ich finde nur ein einziges Buch, dann geht man doch eigentlich davon aus, das ist auch die Wahrheit. Wenn ich mir vorstelle, ich wüsste ganz genau, Angela Merkel hätte eine Biografie verfasst. Und ich würde alle Bücher auf diesem Planeten untersuchen und ich finde nur ein einziges Buch, in dem steht, dies ist die Biografie von Angela Merkel und Angela Merkel hat es geschrieben. Ich würde davon ausgehen, das ist das Buch, nach dem ich suche. Das sollte man ja eigentlich auch dann bei dem Koran machen, oder nicht? Noch dazu ist noch nie einer gekommen und hat behauptet, dass er der Autor von diesem Buch ist. Es gibt keine Alternative. Noch nie ist ein Mensch gekommen und hat gesagt, ich war das. Ich habe dieses Buch geschrieben. Wenn ich mir vorstelle, dass in einem Fußballstadion mit 100.000 Menschen, da wird ein Autoschlüssel gefunden. Und am Ende des Fußballspiels kommt von diesen 100.000 Menschen genau eine Person und sagt, ich habe einen Autoschlüssel verloren. Dann gehe ich doch davon aus, dass der Schlüssel auch dieser Person gehört. Ich käme ja erst dann auf die Idee, das genau zu überprüfen, wenn mehrere Leute kämen. Da muss ich ja genau gucken, wer war das jetzt, wem gehört der jetzt. Aber wenn von 100.000 Menschen eine Person kommt, ja, das macht Sinn. Wenn von allen Menschen, die jemals existiert haben, noch nie ein Mensch gekommen ist und hat behauptet, ich bin der Autor des Korans. Und der Einzige, der dies behauptet hat, ist der Schöpfer selber. Dann sollte man doch davon ausgehen, dass das auch so ist. Der Koran ist allerdings nicht nur eine Botschaft von diesem Schöpfer. Der Koran ist das letzte Wunder des Propheten Mohammed. Und es ist das Wunder, woran die Menschheit erkennt, dass er ein Prophet war. Im Gegensatz zu den anderen Wundern kann man auch dieses Wunder jemandem präsentieren und man kann es ihm erklären. Viele Propheten vor ihm kamen schon mit Wundern. Aber man kann sie heute niemandem mehr zeigen. Was Moses vollbracht hat, war ein Wunder. Wenn er mit einem Stab auf ein Meer schlägt und das teilt sich auf einmal, das ist ein Wunder. Keiner kann sowas nachmachen. Aber das ist alles lange her. Die Wunder von Jesus sind lange her. Man kann sie niemandem mehr präsentieren. Ich kann damit keinem Menschen heute beweisen, dass Jesus ein Prophet war. Diese Wunder, die musste man ja auch niemandem anderen beweisen. Diese Propheten waren nur zu ihrem Volk geschickt. Das waren Wunder für die Leute, zu denen sie geschickt wurden. Sie haben das gesehen. Man musste damit niemanden anderen überzeugen. Das waren ja alles keine Botschaften, die dafür gedacht waren, sie in andere Länder und in den Rest der Welt zu exportieren. Deswegen war das gar nicht notwendig. Aber spätestens in dem Moment, wo der Schöpfer entscheidet, es gibt eine Botschaft für alle Menschen auf diesem Planeten. Und sie ist gültig bis zum jüngsten Tag. Spätestens dann
muss ein Wunder kommen, womit ich jedem Menschen auf der Welt beweisen kann, dass das die wahre Botschaft von dem Schöpfer ist. Was ist ein Wunder überhaupt? Man verwendet diesen Ausdruck so laut, so salopp. Was ist ein Wunder? Kennzeichen von einem Wunder ist, dass es die Naturgesetze bricht. Das war das, was Moses gemacht hat. Normalerweise entsprechend der Naturgesetze kann man nicht einfach mit einem Stock auf ein Meer schlagen und urplötzlich teilt es sich. Man kann auch nicht entsprechend der Naturgesetze ein Wort aussprechen und urplötzlich steht ein Toter wieder auf. Das sind Wunder. Wunder brechen die Naturgesetze. Und Menschen können das nicht einfach so nachmachen. Ein Prophet ist ermächtigt, sowas zu tun, aber die Menschen, die normalen Menschen, können das nicht. Wenn der Koran tatsächlich das Wort Gottes ist und wenn Gott derjenige ist, der Autor von diesem Buch ist, dann müsste man das auch erkennen. Wenn jemand ein Buch schreibt, dann kann man sich anhand des Buches schon ein Bild über den Autor machen. Wenn ich mir vorstelle, ich würde ein Buch schreiben und mein 13-jähriger Sohn würde auch ein Buch schreiben und man würde sie nebeneinander halten, dann würde man auf den ersten Blick erkennen, welches Buch wurde von dem 13-Jährigen geschrieben und welches Buch wurde von mir geschrieben. Wenn der Schöpfer von Himmel und Erde ein Buch verfasst und Menschen ein Buch verfassen, dann muss man das auch auf einen Blick erkennen können. Und es ist genau das, was der Koran als Herausforderung an die Menschheit stellt. Wenn ihr sagt, wenn ihr ernsthaft glaubt, der Prophet Mohammed hat sich das ausgedacht, dieses Buch, dann bringt ein Buch wie dieses. Schreibt doch so ein Buch. Er fordert die Menschen herauf, macht das doch. Wenn ihr das könnt, imitiert dieses Buch. Jetzt ist die Frage, was ist damit genau gemeint? Ein Buch kann doch jeder schreiben, klar. Ein Buch kann jeder schreiben. Aber der Koran hat Eigenschaften, die kein Buch auf diesem Planeten hat. Man findet in den meisten Sprachen auf diesem Planeten zwei Kategorien von Literatur. Die eine Kategorie ist die Prosa. Das ist die normale Erzählung. Ein Roman, eine Novelle, eine Ballade, was auch immer. Selbst normale Nachrichtensendungen fallen in diese Kategorie. Das ist die Prosa. Die zweite Kategorie ist die Lyrik. Poesie, Gedichte. Der Unterschied zwischen den beiden ist, die Lyrik wird in der Regel in Versform geschrieben. Manchmal reimt sie sich, manchmal nicht. Es gibt bestimmte Regeln dafür, wie lang ein Vers ist, wie das sich wiederholt, etc. Das sind die groben Kategorien. Man findet die überall. Man findet sie in der deutschen Sprache, in der englischen, in der chinesischen und auch in der arabischen Sprache. Die arabische Sprache ist die einzige Sprache, die noch eine dritte Kategorie hat. Und in dieser Kategorie gibt es nur ein einziges Buch, der Koran. Nicht einfach nur aus Respekt oder aus Höflichkeit, sondern weil der Koran in keine der anderen beiden Kategorien passt. Der Koran ist kein Buch der Prosa. Das erkennt man auf Anhieb. Er ist in Versform geschrieben. Prosa wird normalerweise nicht in Versform geschrieben. Er passt schon mal überhaupt nicht da rein. Was die Poesie betrifft, die Lyrik, hatten die Araber noch weitere Kategorien. Insgesamt haben sie die Lyrik in 16 unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Und wenn man die arabische Literatur untersucht, die sich viel mit Poesie beschäftigt hat, dann wird man feststellen, dass jedes arabische Gedicht in einer von diesen 16 Kategorien passt. Die Ausnahme ist einzig und allein der Koran. Er passt in keine. Er passt weder in die eine noch in die andere Kategorie. Er ist kein Werk der Lyrik, er ist kein Werk der Prosa. Was ist er also? Der Koran ist einfach der Koran. Er ist das Wort Gottes. Und er fordert die Menschen nicht nur heraus, ein Buch wie dieses zu bringen. Das müsste man ja eigentlich können. Wenn du in der Lage bist, bring einfach ein Buch, was weder in die Kategorie Prosa noch in die Kategorie Lyrik gehört. Okay, ein ganzes Buch ist vielleicht anstrengend. Machen wir das Ganze ein bisschen leichter. Der Koran setzt die Herausforderung herab. In Sure 11, Vers 13. Bringt doch 10 Suren, wie hier im Koran. Eine Sure ist nicht besonders lang, das sind 3 Verse. 10 davon müsste man doch schreiben können. Okay, machen wir das noch leichter. In Sure 10, Vers 38. Bringt eine einzige Sure, wie hier im Koran. Eine Sure mit 3 Versen, das muss doch möglich sein. Okay, machen wir das Ganze noch leichter. Bring nicht eine Sure wie im Koran, bring eine Sure, die so ähnlich ist wie hier im Koran. Sure 2, Vers 23.
Und das müsste doch möglich sein. Und hier ist die Herausforderung des Korans an die Menschheit. Wenn ihr meint, dieses Buch wurde von einem Menschen geschrieben, dann bringt eine Sure, ein Kapitel mit 3 Zeilen. Und diese Sure gehört weder in die Kategorie der Prosa, noch passt sie in eine der 16 Kategorien der Lyrik. Dann könnt ihr sagen, ihr habt diese Herausforderung erfüllt. Und diese Herausforderung war ja nicht an irgendjemanden gerichtet. Diese Herausforderung wurde an die Araber des 7. Jahrhunderts gerichtet. Das waren die besten Poeten, die es damals gab. Die Araber, die haben ihr ganzes Leben in der Wüste verbracht. Und in der Wüste gibt es kein Entertainment. Die konnten nicht ins Kino gehen oder sich Theater anschauen oder irgendwas. Deren einziges Entertainment war Geschichten erzählen. Und die waren die Meister darin. Es gab auf der ganzen Welt niemanden. Und deswegen war diese Herausforderung an sie gerichtet. Wenn es auf der Welt Menschen gibt, die dieser Herausforderung hätten gerecht werden können, dann die. Es wurde nicht an irgendjemanden gerichtet. Wenn ich heute nach Berlin-Neukölln gehe und ich sage den Leuten da, schreibt mir ein Gedicht wie Goethe, das ist keine Herausforderung. Aber für die Araber des 7. Jahrhunderts war das eine passende Herausforderung. Und einige haben das versucht. Man kann das ja irgendwie machen. Man sagt, okay, ich achte jetzt mal darauf, dass ich nichts aus der Prosa und nichts aus der Lyrik schreibe. Man kennt ja Prosa und Lyrik, okay, ich versuche das irgendwie zu vermeiden. Und einige haben das tatsächlich versucht, die haben dann etwas zusammengeschrieben. Und was dabei herauskam, das ist sehr interessant. Einer hat etwas gedichtet. Um dieser Herausforderung des Korans zu genügen, hat er geschrieben, Kaninchen, o Kaninchen, du bist nur 2 Ohren und eine Brust und der Rest von dir ist Graben und Buddeln. Das waren die besten Poeten, die es damals gab. Das waren nicht irgendwelche Leute. Ein anderer schreibt, der Elefant, und was ist der Elefant? Was lehrt dich, was der Elefant ist? Er hat einen strähnigen Schwanz und einen langen Rüssel, ein geradezu unbedeutendes Geschöpf unseres Herrn. Was ist das für ein Unsinn? Die besten Poeten der damaligen Zeit haben nur so etwas hervorgebracht. Warum? Die konnten vernünftige Sachen schreiben. Die haben hervorragende Dinge geschrieben. Also die waren Meister der Poesie, Meister der Literatur. Die haben hervorragende Werke geschrieben. Aber im selben Moment, wo von ihnen verlangt wurde, schreibt etwas, was nicht so ist wie das, was es schon gibt, dann kommt sowas dabei heraus. Bring eine Sure, 3 Zeilen nur. Keine Prosa, keine Lyrik und nicht irgendein Unsinn. Nicht Geschichten von Kaninchen und Elefanten. Dann können wir uns unterhalten. Wenn der Koran sagt, bring so ein Buch und von sich selber behauptet, er wäre einmalig, dann wird man sagen, ja okay, wenn man die Muslime fragen würde, die würden das sowieso alle sagen. Der Koran sagt aber, bring deine Zeugen. Wenn du selber was erdichtest, such dir Leute, die dir bestätigen, dass das, was du geschrieben hast, tatsächlich ein Wunder ist. Und für den Koran gibt es die besten Zeugen, die man sich vorstellen kann, nämlich die Gegner. Es waren gerade die Gegner des Islams, die von seiner Struktur und von seiner Poesie, von seiner Wortgewalt fasziniert waren. Sie wollten das nicht gerne zugeben, das ist eine andere Geschichte. Aber es waren gerade die. Wenn der Prophet Mohammed den Koran verlesen hat, haben sie sich heimlich nachts um sein Haus versammelt. Und manchmal haben sie sich dabei getroffen, haben sich erschrocken. Was? Du auch hier? Ja, du auch? Und als das öfter vorgekommen ist, haben sie gesagt, wir machen das nicht mehr. Irgendwann sehen die Leute das. Aber die waren davon fasziniert. Eines Tages haben sie jemanden von ihnen losgeschickt, der beste Poet, den sie kannten, ein Mann namens Walid ibn al-Mughira. Sie haben zu ihm gesagt, geh mal zu diesem Mann, zu diesem Propheten, der mit diesem Buch gekommen ist. Hör dir etwas an von diesem Buch und dann sag etwas Schlechtes darüber. Putz das Ganze herunter. Man kennt das heute von diesen, diese Rapper, die machen so Contests, wo die sich gegenseitig mit Poesie runtermachen. Die hatten dasselbe damals schon, das ist keine neue Erfindung und die Araber waren Meister darin. Wenn die damit angefangen haben, wenn die guten Poeten so einen Niedermach-Rap da inszeniert haben, dann konnte man nur noch die Stadt verlassen. Okay, sie schicken ihren besten Poeten los, Walid ibn al-Mughira. Geh los, hör dir das an, was er sagt. Er geht zum Propheten Mohammed und sagt ihm, lies mir etwas aus dem Koran vor. Okay. Der Prophet liest einen Vers aus der 16. Sure. Und Walid hört sich das an. Kannst du das nochmal lesen? Ja, kein Problem. Und er liest denselben Vers noch einmal. Und er fragt, kannst du das nochmal lesen?
Ja? Und er liest den gleichen Vers nochmal. Nur ein Vers. Walid ibn al-Mughira geht nach Hause und sagt seinen Leuten: Was soll ich sagen? Ich schwöre, dass niemand von euch Poesie besser kennt als ich. Keiner kann es in diesem Bereich mit mir aufnehmen. Trotzdem, und ich schwöre bei Gott, dass die Worte Mohammed nichts ähneln, was ich bereits kenne. Ich schwöre, dass seine Worte eine Süße haben und mit einer Schönheit verziert wurden. Zu Anfang sind sie wie der Früchte eines Baumes und zum Ende hin haben sie eine tiefgreifende Bedeutung. Sie erobern und werden nie besiegt werden und sie räumen alles bisher Dagewesene aus dem Weg. Das war kein Fan. Das war kein Freund des Islams. Das war der, der losgeschickt wurde, um das Ganze zu besiegen. Aber er hat sofort erkannt, das sind nicht die Worte eines Menschen. Der Koran hatte nicht nur eine Wirkung wie diese auf ihn. Der Koran hat mit seiner Wirkung, nur mit ein paar Versen, manchmal die Leute erobert. Und selbst die schlimmsten Feinde. Wir kennen die Geschichte vom zweiten Kalifen des Islams. Sein Name war Omar. Der war nicht immer ein Anhänger des Islams. Die ersten Jahre war er überhaupt kein Fan davon. Und er war sogar einer, der beobachtet hat, was mit dem Islam hier passiert. Er sieht diese Botschaft, die kommt in diese Stadt, die Menschen werden gespalten und plötzlich gibt es welche, die sind damit nicht zufrieden, es gibt ein bisschen Theater. Das war alles zu viel für ihn. Eines Tages beschließt er, ich ziehe jetzt los und werde diesen Menschen, der diese Botschaft verkündet, ich werde ihn töten. Ich werde ihm ein Ende bereiten. Und das macht er. Er geht aus dem Haus, packt sein Schwert und geht los. Unterwegs trifft er einen Bekannten. Und der guckt ihn an und sagt, was ist los mit dir? Und er sagt ihm, was er vorhat. Der hat keine Angst, das war so ein Typ. Der Bekannte sagt ihm, okay, stopp, warte mal. Deine Schwester, die ist schon konvertiert. Das war zu viel für ihn. Er bricht seine Pläne ab, geht zum Haus seiner Schwester. Als er ankommt, hört er von innen, wie ein paar Verse vom Koran gelesen werden. Er geht ins Haus, sieht seine Schwester und ihren Mann und stellt sie zur Rede. Am Anfang versuchen sie das ein bisschen zu verheimlichen, aber am Ende sagen sie, du hast recht. Wir sind Muslime, mach was du willst. Und er schlägt seine Schwester aus Wut. Und als sie anfängt zu bluten, da wird sein Herz ein bisschen weich. Und er sagt zu ihr, kannst du noch mal, gibst du mir das einmal zu lesen, was ich da gehört habe von draußen? Und die Schwester sagt, okay, kein Problem. Und er liest die ersten Verse der 20. Sure, Sura Taha. Und er liest 8 Verse. Nicht mehr als 8 Verse. Der Mann, der eben noch den Propheten Mohammed, den Verkünder dieser Botschaft, töten wollte, beschließt, den Islam anzunehmen. 8 Verse von ihm. Nur der Anfang von einem Kapitel. Er geht zum Propheten und sagt, ich werde Muslim. Wo gibt es so ein Buch? Wo gibt es ein Buch, das Gegner, Erzfeinde, mit einer Handvoll Versen gewinnt? Ist sowas schon mal in der Geschichte der Menschheit passiert? Das passiert nicht nur damals, das passiert selbst heute noch. Wir hören heute Geschichten von Menschen, die auf ganz seltsame Art und Weise zum Islam gekommen sind, nur weil sie ein paar Verse aus dem Koran gelesen haben. Mir ist persönlich eine Geschichte bekannt von jemandem, der hieß Mike. Das war früher, der heißt heute nicht mehr so. Und wenn man ihn gesehen hätte, dann hätte man gesagt, auf diesem Planeten ist das der Letzte, der zum Islam kommt. Das war so ein Typ Neonazi. So ein Kerl, am ganzen Körper tätowiert. Wie kommt so jemand zum Islam? Unmöglich. Der erzählt seine Geschichte. Er sagt, er war eines Tages zu Hause und hatte einen Streit mit seiner Familie. Er geht auf seine Mutter los, schlägt ihr eine runter und sie wird ernsthaft verletzt. Und der Rest der Familie macht einen Aufstand und die wollen die Polizei rufen. Und was weiß ich nicht alles, er hatte keinen Nerv drauf. Er geht aus dem Haus raus und läuft die Straße entlang. Irgendwann sagt er, okay, ich muss eine Pause machen und geht irgendwo in das nächste öffentliche Gebäude. Eine Bibliothek. Er steht dort und sagt, okay, wenn ich jetzt schon mal hier bin, kann ich auch nicht einfach so rumstehen. Bibliothek, nimm dir wenigstens ein Buch. Er geht die Regale entlang, nimmt irgendein Buch heraus. Und es ist der Koran. Und jetzt steht er hier mit dem Koran in der Hand und sagt, okay, wenn ich sowieso schon hier damit stehe, kann ich mich auch gleich hinsetzen und mal ein bisschen lesen. Sieht sowieso komisch aus. Er setzt sich hin und liest. Später sagt er, es ist nicht so, dass ich den Koran gelesen habe. Der Koran hat mich gelesen.
Er bleibt in der Bibliothek und liest den ganzen Tag den Koran. Er verlässt die Bibliothek nicht eher, bevor er den Islam angenommen hat. Mike, der Neonazi. So ein Typ. Die Wirkung des Korans ist bis heute ungebrochen. Der Koran sagt gleich zu Anfang, in Sure 2, Vers 2, dies ist ein Buch, kein Zweifel ist darin eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Rechtleitung haben wir gesehen. Aber was ist das für eine Aussage? Dies ist ein Buch, kein Zweifel ist darin. Wir reden nicht über Widersprüche, wir reden auch nicht über Fehler. Es gibt nicht einmal eine Sache, die zweifelhaft wäre in diesem Buch. Wer behauptet sowas? Normalerweise, wenn man heute ein Buch aufschlägt, dann schreiben die Autoren irgendwo, wenn sie Fehler finden oder irgendwelche Kommentare, Verbesserungsvorschläge, schicken sie uns eine E-Mail. Der Schöpfer von Himmel und Erde schreibt sowas nicht. Der Schöpfer von Himmel und Erde sagt ganz zu Anfang, das ist das Buch ohne eine Sache, die es zu bezweifeln gibt. Und das ist eine gefährliche Aussage. Der Koran wurde nicht gestern offenbart, das war vor 1400 Jahren. Was wäre, wenn dort Aussagen drin sind, die die Zukunft betreffen? Wie schnell kann so eine Aussage widerlegt werden? Und genau so etwas finden wir im Koran. Wir finden Aussagen, die sich 10, 20 Jahre später ganz einfach hätten widerlegen lassen. Und genau das ist nicht passiert. Ganz am Anfang, als der Prophet Mohammed kam, nach 3 Jahren ungefähr, 3 Jahre nachdem er zum Propheten berufen wurde, er stellt sich auf einen Hügel und ruft die Leute aus seiner Stadt, um ihnen diese Botschaft zu überbringen. Einer deren Anführer, sein Name war Abu Lahab, war so verärgert, er schaut den Propheten an und sagt, mögen deine Hände verderben. Das war ein Ausdruck bei den Arabern, womit man jemandem etwas Schlechtes gewünscht hat. Im selben Moment kommt eine Offenbarung. Man findet sie heute noch im Koran, Sure 111. Es geht um diese Person. Und der Schöpfer sagt, mögen die Hände dieser Person verderben. Und er sagt in dieser kurzen Sure, diese Person wird nicht den Islam annehmen, diese Person geht in die Hölle ein. Das war ganz am Anfang. Man würde vielleicht sagen, naja, das war einer der Gegner des Islams. Das ist keine großartige Herausforderung, ist kein Wunder. Man konnte damit rechnen, dass er den Islam nicht annimmt. Aber es ist vielfach das Gegenteil passiert. Nach 23 Jahren sah die Situation ganz anders aus. Etliche der ehemaligen Gegner haben plötzlich den Islam angenommen. Wer macht so eine Voraussage? Wer sagt ganz am Anfang seiner Botschaft, diese Person wird diese Botschaft niemals annehmen? Wofür überhaupt? Aus welchem Grund soll man so eine Voraussage machen? Und 20 Jahre lang darauf hoffen, dass diese Person den Islam quasi nicht annimmt, weil dann die Botschaft schon widerlegt wäre. Man kann auch beobachten, dass Wahrsager sowas nicht machen. Wenn man sich mal anschaut, was diese Wahrsager und die Horoskope, ich bin kein Freund davon, ich rate auch niemandem, das zu lesen, aber ich habe sowas früher mal gelesen. Die sind in der Regel so allgemein formuliert, dass es immer passt oder auch nicht. Eine ganz konkrete Voraussage findet man niemals. Warum nicht? Der Wahrsager hat ja gar keinen Plan, wovon er redet. Der kennt ja gar nicht die Zukunft. Deswegen muss er das so formulieren, dass es immer irgendwie passt. Aber der Koran macht das nicht. Der Koran macht Dinge, die man nicht einfach interpretieren muss. Der macht eine präzise Voraussage. Er sagte, diese eine Person, die wird in den nächsten 20 Jahren, bis sie stirbt, den Islam nicht annehmen. Man kann abwarten, ob sich das erfüllt. Es war nicht nur mit dieser einen Person. Wir finden ein historisches Ereignis in der Zeit des Islams. Die Araber waren so ein bisschen alleine für sich in ihrer arabischen Halbinsel. Etwas außerhalb davon gab es 2 große Reiche, die Römer und die Perser. Und die haben ständig gegeneinander Krieg geführt. Und in der Zeit, wo der Prophet Mohammed seine Botschaft verkündet hat, haben die Römer gegen die Perser gekämpft und haben bitter verloren. Die Perser haben die Römer quasi vom Schlachtfeld gefegt. Und die Römer waren Christen. Die Muslime hat das betrübt. Die christlichen Römer haben gegen die Götzenanbeter von den Persern verloren. Sie hatten ja einen ähnlichen Konflikt in ihrer eigenen Stadt. Die Muslime selber haben sich als Buchreligion betrachtet. Sie haben sich irgendwie den Christen verbunden gefühlt. Und die werden von den Götzendienern besiegt. Und die eigenen Götzendiener in ihrer Stadt, die haben denen gesagt, passt auf, wir machen das Gleiche mit euch. So wie die Götzendiener der Perser die Römer vom Schlachtfeld gefegt haben, genau dasselbe machen wir mit euch. Der Koran sagt, die Römer haben verloren. Richtig. In einem nahegelegenen Land. Aber nach ihrer Niederlage werden sie siegen.
in einer Anzahl von Jahren. So wird es übersetzt. Aber dieser arabische Ausdruck im Koran, in einer Anzahl von Jahren, fi bid'i sinin, hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Eine Anzahl von Jahren klingt im Deutschen wie ein ganz allgemeines Wort. Im Arabischen bedeutet das eine Anzahl, die mindestens 3 und höchstens 9 Jahre betrifft. Der Koran sagt ganz präzise, die Römer haben verloren, das ist richtig. Aber innerhalb von 3 bis 9 Jahren werden sie die Perser wieder besiegen. Woher konnte ein Araber in Mekka, der eigentlich kaum Ahnung davon hat, von der ganzen politischen Lage da und wie die Schlacht genau ausgegangen ist, wie konnte er so eine Voraussage machen? 3 bis 9 Jahre ist eine sehr begrenzte Zeit. Wären diese 9 Jahre abgelaufen, dann wäre finito gewesen. Die haben sogar damals darauf gewettet. Es gab unter den Muslimen jemanden, der hat mit seinen Gegnern gewettet, passt auf, die Römer haben verloren, richtig. Aber innerhalb von 3 bis 9 Jahren werden sie wieder gewinnen. Die werden sich rächen. Eigentlich ist Wetten im Islam gar nicht erlaubt. Aber hier ist es keine Wette auf eine unbekannte Zukunft. Wenn der Schöpfer von Himmel und Erde sagt, dass innerhalb von 3 bis 9 Jahren die Römer die Perser wieder besiegen werden, dann wird das auf jeden Fall passieren. So oder so. Selbst wenn die Römer und Perser bis dahin aussterben, spielt keine Rolle. Innerhalb von 3 bis 9 Jahren gibt es neue Römer und neue Perser und die kämpfen gegeneinander und die Römer werden die Perser besiegen. Es ist keine unbekannte Zukunft. Und der Koran enthält noch eine weitere Voraussage. Und sie hat sich erfüllt bis zum heutigen Tag. Der Koran sagt in Sure 15, Vers 9, wir haben diese Ermahnung herabgesandt und wir werden sie bewahren. Das sagt der Schöpfer von Himmel und Erde. Wir haben dieses Buch offenbart und wir werden das bewahren. Das ist eigentlich etwas Ungewöhnliches. Heilige Schriften wurden in der Regel überhaupt nicht bewahrt. Heute muss man manchmal bei der Bibel raten, ob dieser Vers ursprünglich da war und wie er ursprünglich überliefert wurde. Das ist nicht ganz so einfach nachzuhalten. Üblicherweise sind heilige Schriften von anderen Religionen nicht mehr komplett erhalten. Aber hier sagt der Schöpfer, das wird hier nicht passieren. Vorher ist das passiert, aber hier nicht. Ich habe das ja offenbart und ich werde dafür sorgen, dass diese Offenbarung bewahrt bleibt. Was wäre passiert, wenn nach 100 oder 200 Jahren auch Teile vom Koran verloren gegangen wären? Man hätte sofort sagen können, guck mal hier. Das hat sich aber nicht erfüllt. Und damit hätte man rechnen müssen, wenn man die Geschichte der Heiligen Schriften sich betrachtet. Damit hätte man rechnen müssen. Das ist im Übrigen auch eine Voraussetzung dafür, dass eine Botschaft Gottes tatsächlich als letzte Botschaft an die Menschheit gelten kann. Die letzte Botschaft Gottes kann ja nicht einfach verloren gehen. Vorher war das nicht das große Problem. Wenn vorher ein Teil der Botschaft verloren gegangen ist, dann hat Gott einen weiteren Propheten geschickt, um diese Botschaft wiederherzustellen. Aber wenn der letzte Prophet kommt, dann ist vorbei. Es kommt ja niemand mehr. Vorher hat Gott die Bewahrung der Botschaft in die Hände der Menschen gelegt. Und die Menschen haben versagt. Die Menschen haben sich dieser Angelegenheit nicht würdig erwiesen. Bei der letzten Botschaft hat er das nicht gemacht. Er hat nicht einfach gesagt, bewahrt diese Botschaft. Er hat gesagt, ich bewahre diese Botschaft. Ich sorge dafür, dass diese Botschaft nicht verändert wird. Diese Aussage, dass in diesem Buch kein Zweifel ist, betrifft nicht nur Aussagen über die Zukunft. Das ist schon gefährlich genug. Es betrifft auch einige Aussagen über dieses Universum. Und auch hier besteht immer die Gefahr, dass sich das Gegenteil herausstellt. Wie oft wurden schon in der Vergangenheit Behauptungen von Menschen aufgestellt über dieses Universum und 100 Jahre später hat man genau diese Behauptung wieder verworfen. Das ist gefährlich, sowas zu machen. Aussagen über die Astronomie, über die Beschaffenheit der Erde. Wer macht sowas? Wer käme auch auf die Idee, halt dich doch lieber raus, mach sowas erst gar nicht. Bei anderen Büchern ist das ja gar kein Problem. Die wurden sowieso von Menschen geschrieben, weil es halt ein Fehler drin und gut ist. Aber hier funktioniert das nicht. Hier ist ein Buch, was von sich behauptet, dass es eine Offenbarung vom Schöpfer von Himmel und Erde wäre. Ich finde einen Fehler darin und ich kann es zur Seite legen. Die ganze Behauptung wäre ja widerlegt. Und man findet einige erstaunliche Behauptungen im Koran. Heutzutage würde man beispielsweise sagen, dass Himmel und Erde ganz früher mal eine Einheit waren, die dann zerteilt wurde. Das ist das, was wir als Urknall kennen. Das hat man nicht immer gedacht. Noch bis vor 100 oder 120 Jahren waren viele Wissenschaftler davon überzeugt, dass das Universum einfach so statisch ist, so ewig. Ein Gebilde und das bleibt immer so.
Jetzt weiß man, dass das nicht so ist. Dieses Universum war nicht immer statisch. Es war einmal eine Einheit, Himmel und Erde. Und dann ist sie auseinandergegangen, wurde zerteilt. Und genau das steht im Koran. In Sura 21, Vers 30. Sehen denn diejenigen, die den Glauben verweigern, nicht, dass Himmel und Erde eine Einheit waren? Dann haben wir sie zerteilt. Das ist eine Sache, die man heute genauso unterschreiben würde. Wie ist man darauf gekommen, dass es einen Urknall gab? Man hat beobachtet, dass dieses Universum sich ausdehnt. Eine Theorie aus den letzten 70, 80 Jahren. Es gab Wissenschaftler, die haben in das Universum geschaut, die haben gesehen, hey, die ganzen Galaxien bewegen sich ja von uns weg. Das bedeutet, das Universum dehnt sich aus. Und genau das steht im Koran. In Sura 51, Vers 47. Und den Himmel haben wir mit Kraft erbaut und wir dehnen ihn kontinuierlich aus. Auch das ein Statement, was man heute so unterschreiben würde. Wenn man sich einmal das Leben betrachtet auf diesem Planeten, nehmen wir einmal den Menschen zum Beispiel, dann wird man feststellen, dass der menschliche Körper zum größten Teil aus Wasser aufgebaut ist. Aus Wasser. Der Mensch besteht zu 70-80% aus Wasser. Und das gilt nicht nur für den Menschen, das gilt für das Leben an sich. Das Leben an sich besteht zum größten Teil aus Wasser. Und wir finden genau diese Aussage im Koran. Und wir haben alles Leben aus Wasser erschaffen. Wollen Sie denn nicht glauben? Noch vor 200 Jahren hat man geglaubt, dass sich der Mensch im Körper einer Frau oder dass der Mensch komplett schon im Samentropfen eines Mannes enthalten ist. Man kann sich Bilder davon angucken. Damals hat die Medizin geglaubt, okay, der Mensch, so wie er heute ist, ist einfach nur in verkleinerter Form in einem Samentropfen. Das war Stand der Technik. Heute wissen wir, dass das nicht so ist. Wie erklärt man das heute? Heute weiß man, dass der Mensch anfängt mit einer einzelnen Zelle. Und die hängt sich quasi an die Gebärmutterwand. Und dann wird daraus ein Klumpen. Die Zelle teilt sich. Und dann bilden sich die Knochen. Und dann bildet sich um die Knochen das Fleisch. Das ist ungefähr die Geschichte des Embryos. Diese Geschichte steht exakt so im Koran. Hierauf erschufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel und dann das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen. Und dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen und dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch. Hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Sure 23, Vers 14. Das ist die Entwicklung des Menschen im Mutterleib. Mit einer Zelle angefangen, in mehreren Stufen. Was sagt uns das jetzt über den Koran? Der Koran behauptet ja von sich, er wäre eine Offenbarung des Schöpfers von Himmel und Erde. Ist das nicht die beste Erklärung dafür? Wie passt das alles zusammen? Wie passt das alles zusammen, dass jemand das von sich behauptet? Dass es ein Buch ist, was die Menschen herausfordert, bringt etwas Vergleichbares und keiner schafft das irgendwie. Man kann sich auch vorstellen, jetzt sind 1400 Jahre vergangen. Gibt es überhaupt irgendjemanden, der behauptet, er hätte diese Herausforderung erfüllt? Ob er das gemacht hat oder nicht, ist eine andere Sache. Aber hat jemand diesen Anspruch erhoben? Wie viel Krieg wurde gegen den Islam geführt? Wie viel einfacher wäre es doch gewesen, einfach einen Koran wie diesen hervorzubringen? Man hätte sich das alles sparen können. Aber irgendwie schafft es keiner. Was ist die Erklärung dafür? Was ist die Erklärung dafür, dass es Aussagen gibt über die Zukunft, die präzise sind, die keiner einfach so machen würde? Was ist die Erklärung dafür, dass es Beschreibungen des Universums gibt, die man heute so bestätigen würde, aber nicht vor 1400 Jahren? Ist nicht die beste Erklärung dafür, dass diese Offenbarung tatsächlich vom Schöpfer von Himmel und Erde stammt?